ich eine richtige Schlange bin, sonst wird das so nicht. Ich selbst war noch nie in Bochum, aber ich würde einfach mal mit und mich überraschen lassen, was mich da so erwartet. Gut, im VfL Bochum kenne ich natürlich noch, aber sonst kenne ich von der Stadt noch nicht so super viel. Das will ich jetzt auch ändern. Bochum, wir kommen! Wir haben schon gedacht, dass ein bisschen mehr kommt als in Hamburg, weil durch die Blogger und durch die Presse ja vorher doch man gemerkt hat, da passiert ein bisschen mehr. Aber auf den Ansturm, da hätte ich nicht drauf gewettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm mit meinem Mann. Ich habe auch alles mitgebracht. Extra einen Tag früher hergefahren als normal. Das Ganze war in kurzer Zeit dann abgehakt. Aber wir machen natürlich weiter. Den ganzen Tag stehen wir hier und machen ja die Promotion. Denn es geht darum, ja auch Bochum dementsprechend darzustellen. Sieht echt schön aus, ist mal wieder was ganz anderes als Stuttgart. Ich bin total geflasht, ich hätte nie gedacht, dass das so cool ist hier. Und ist auch eine coole Stadt. Erwartung bislang erfüllt? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, nicht nur erfüllt, sondern total übertroffen. Ja. Schau mal hier. Tränen in die Augen. Eine Sinfonie der Sinne. Ich kann es nur sagen. Genial. Einfach nur. Sagenhaft. Der Eindruck vom ersten Tag in Bochum ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Mich hat es halt alles total überwältigt. Es war einfach nur Verwöhnprogramm. Mein Sohn glaubt mir das ja nicht. Ich muss ein paar Fotos machen, weil der glaubt das ja nicht, dass ich hier bin. Er findet das auch voll unfair, dass ich hier bin. Hervorragend. Aber man kann sie mit unserer schwäbischen Maultasche gleichsetzen. Hat mir sehr gut gefallen. Kompliment an die Bochumer. Das, was ihr hier auf die Füße gestellt habt, also Hochachtung, es war unwahrscheinlich. Bin restlos begeistert. Und das, was wir erlebt haben, können wir wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Dankeschön.